Heute ist der Tag, da möchte ich endlich meinen Kranz ja mit diesem Holzwachs einsprayen. Und ich hoffe natürlich, dass wir damit einen coolen Effekt erzielen. Na, was meint ihr? Wird das was oder nichts? Herzlich willkommen bei Verkunstet. Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wer mein letztes Video gesehen hat, hat ja gesehen, wie ich aus Eicheln einen Kranz mühevoll mit der Heißklebe fertiggestellt habe. Nein, das ist natürlich etwas übertrieben. Ist schon etwas aufwendig. Wer sich jetzt fragt, wie Eichelkranz, wie hast du das gemacht? Dem verlinken wir gerne das Video nochmal hier, dass ihr euch das anschauen könnt. So, und heute möchte ich gerne meinem Kranz ein Upgrade erfahren lassen. Und zwar habe ich mir hierfür Holzwachs mit Bienenwachs geholt. Allerdings nicht in farblos. Es gab, glaube ich, drei Farben. Farblos, Bienenwachs und ich glaube, das andere war braun. Braun haben wir schon. Farblos wollte ich nicht, weil ich wollte ja wissen, tut das was oder tut das nichts? Also habe ich mich hier für Bienenwachs, also in der gelblicheren Form, entschieden und habe mir gedacht, ran an den Kranz, schauen wir mal, ob das funktioniert. Fürs Sprayen bin ich jetzt nach draußen gegangen, weil mit diesen ganzen Aerosolen wollte ich jetzt nicht gerade unseren Raum verpesten und habe mir auf dem Gartentisch einmal eine Zeitungsunterlage raufgesetzt und einen Karton. Warum? Damit ich einfach den Kranz besser drehen kann, weil ich natürlich alle Seiten gerne gleichmäßig einsprühen möchte. Genau nach Bedienungsanleitung habe ich versucht, 20-25 cm Abstand beim Sprühen zu lassen. Ich habe mich auch bemüht, nicht die ganze Zeit durchzusprühen, sondern immer nur in kurzen Sprühstößen und dabei dann auch gleichmäßig den Kranz zu drehen und sowohl von außen und auch in innen rein in den Kranz hineinzukommen. Diesen Vorgang habe ich dann zweimal durchgeführt. Heißt, ich habe die erste Besprühung so circa 10 Minuten, 15 Minuten mal ruhen lassen und habe das Ganze dann noch einmal rundherum durchgeführt. Was man jetzt sagen kann ist, ja, man sah einen Effekt. Man sah, dass der Kranz einen gelblicheren Ton angenommen hat und er auch so etwas matter war. Aber ich muss gestehen, ich hatte mir jetzt etwas mehr davon versprochen, aber schlimm ist es nicht, denn wir haben ja noch die Trocknungsphase, sprich ich habe dann den Kranz einmal über Nacht, ich habe ihn ein bisschen draußen ausdünsten lassen, aber ihr wisst ja selber, momentan wird es abends relativ frisch und feucht, habe ich den Kranz hereingeholt und ihn über Nacht einmal ausdünsten und trocknen lassen bei uns im Wohnzimmer. Ja, und hier haben wir jetzt den Kranz auch einmal liegen. Ja, ich denke mal, man sieht es schon, es ist eine etwas gelblichere Farbe, also ein etwas gelblicherer Stich entstanden. Es ist nicht mehr so dieser dunkle Ton. Mir gefällt es schon sehr gut. Ich hatte nur gedacht, dass dieser Wachseffekt ein bisschen stärker hier zu sehen wäre. Damit ihr einmal sehen könnt, wie gelblich das Ganze geworden ist, habe ich mir den Karton jetzt auch nochmal gegriffen. Ihr seht also schon, der Gelbton ist recht gut zu erkennen. Ja, und das finde ich ist schon relativ gut. Für alle die sich hier für den Wachs interessieren, verlinken wir den Artikel gerne hier in der Infobox. Probiert es gerne mal aus. Ich denke, es ist eine gute Alternative zu mühseligem Eintauchen in ganz normalem Kerzenwachs. Was ich jetzt gerne noch mit euch machen würde, wäre einmal kurz den Kranz dekorieren. Ihr wisst, wir gehen so ganz langsam, gehen wir schon auf den ersten Advent zu. Und nein, es wird nicht schon der Adventskranz, aber ich denke, vielleicht schon mal so ein bisschen winterlich das Ganze andekorieren. Das können wir schon mal tun. Dazu tun wir mal hier den Karton weg. Ich habe hier ganz unterschiedliche Gläser. Da müssen wir gleich mal schauen, welches uns da am passendsten vorkommt. Ich habe hier so ein bisschen Dekomaterial. Und was ich unbedingt mal zum Einsatz bringen wollte, ich hatte mir ganz preiswert hier so einen großen Teller gekauft. Den seht ihr jetzt gerade wahrscheinlich nicht so gut, aber ich hole mir hier hervor. Und zwar auf Füßen. Mir gefällt er sehr gut, vor allem er passt super hier zu dem Eichelkranz. Der Eichelkranz ist ein bisschen
kleiner als der hier, der das Tischchen, einmal die Schale, wie man es auch mal jetzt nennen mag. Und ich möchte hierauf ein bisschen Tannengrün legen, weil ich mag das unheimlich gerne, vor allem diesen frischen Duft. Das wäre jetzt mein Vorschlag, schon mal für die winterliche Zeit, nicht zu viel, schon mal so leichter Vorgeschmack für die schöne Weihnachtszeit, die ja jetzt nun wirklich langsam auf uns zugerückt kommt. Sehr schade, dass ihr nicht riechen könnt, wie schön hier der Duft gerade ist mit dem Tannengrün, mit dem Bienenwachs. Es ist wirklich sehr, sehr winterlich, sehr angenehm. Ja, ich habe jetzt hier ein Glas reingetan. Man kann natürlich auch hier vielleicht nur so Windlichter reinstellen in ganz klein. Finde ich auch sehr schön. Oder ein viel größeres Glas auch einfach auffüllen mit Kugeln. Ich habe jetzt hier nur zwei Kugeln mal reingetan. Beispielhaft für euch. Ich weiß noch nicht, ob ich es mit Kugeln machen werde oder ob ich noch was anderes stecke. Das muss ich mir noch überlegen. Aber ich glaube, so jetzt mal für den Anfang lasse ich das. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt hier vielleicht noch selber reinfüllen würdet oder ob ihr Teelichter nehmt oder ob ihr vielleicht was ganz anderes hier in die Mitte reinsetzen würdet. Würde mich jedenfalls sehr interessieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen drauf da. Abonniert den Kanal. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, betätigt die Glocke. Ich würde euch gerne wieder hier nächste Woche bei mir begrüßen. Ich freue mich nämlich immer riesig auf euch und natürlich auch auf die Kommentare, die ihr kommt. Ich lese wirklich immer alle durch und wir beantworten sie auch. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt, also und ich weiß, ihr habt Lust, geht's hier weiter zum nächsten DIY. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss zusammen.